Es ist ungefähr 3, vielleicht auch 4 Jahre her. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Da habe ich versucht, von meinen Prekariatsleistungen etwas in Empfang zu nehmen an einer großen deutschen Bank und Sparkasse. Es gibt auch noch die Postbank und die Norisbank und die Deutsche Bank. Ja, wie dem auch sei, ich stand jedenfalls an diesem Terminal, nennt man das ja heutzutage, ne, an diesem Touchscreen. Und da bekam ich als erstes einen Hinweis auf ein Buch und dachte, okay, ich glaube es erst nicht. Und bevor wir über dieses Buch reden, möchte ich Ihnen mal einfach was vorlesen. Ein kleines, kurzes Stück. Und ja, ich glaube es bis heute nicht. Dass Matthias Gerschwitz mit HIV infiziert ist, erfuhr ich durch Zufall. Als wir die Einladungsliste zu unserem 25-jährigen Abiturjubiläum zusammenstellten, meinte ein ehemaliger Mitschüler, also der Matthias, weißt du nicht, der hat AIDS. Und obwohl niemand es aussprach, stand eine Frage dennoch im Raum. Lebt er überhaupt noch? Das Buch heißt, und das ist der Knaller daran, ne? Endlich mal was Positives. Der Mann heißt auch im wahren Leben Matthias Gerschwitz und er sitzt hier neben mir und ich freue mich, dass er da ist. Schönen guten Tag. Ja, herzlichen Dank. Leider hat Guido natürlich die schönste Zeile aus diesem kleinen Textstück vergessen zu erwähnen, weil es geht weiter mit, wir schickten ihm trotzdem eine Einladung. Und so durfte ich dann auch beim 25-jährigen Abiturjubiläum teilnehmen, wurde auch gleich nach einigen Weizenbieren verhaftet, die Festschrift fürs 100-jährige Bestehen meiner Schule zu machen. Also man hat mich dann lebend aufgenommen, das fand ich sehr schön. Das war natürlich auch für mich sehr überraschend, weil nachdem ich das gelesen habe, habe ich dich eingeladen und du bist auch tatsächlich gekommen, nämlich zur Eröffnung damals von 88.4. Matthias, wie kommt man auf die Idee, ein Buch oder vielmehr ein Thema anzufassen, über das sonst ja eigentlich kaum ein Mensch mehr lachen kann, gleich mit so einem Titel zu beginnen? Nein, also man kann so wenig über so wenig im Leben lachen, da kann man auch mal darüber ein bisschen lachen. Es geht aber nicht um das Lächerliche des Themas, sondern es geht eigentlich darum, so ein bisschen die Spannung aus dem Thema rauszunehmen, um den Zugang zu erleichtern. Wenn man selber positiv ist, und ich bin es seit 1992, also ich habe mich ganz gut gehalten, finde ich, dann wird man im Laufe der Jahre öfters mal gefragt, wie das denn so ist und wie das denn war und überhaupt. Und irgendwann hatte ich keine Lust mehr, immer dieselben Fragen zu beantworten und habe mich hingesetzt und habe gesagt, schreib einfach ein Buch. Und das ist draus geworden. Und das ist ja auch ein sehr persönliches Buch geworden. Also es ist sehr weniger eine Sachbuchabhandlung über das Thema Infektion und Ausbruch Krankheit oder ähnliches, sondern es ist einfach deine persönliche Situation. Ja, das ist richtig. Es ist natürlich im weitesten Sinne schon ein Sachbuch, aber es ist auch teilweise ein bisschen biografisch. Ich habe also ganz bewusst keine Biografie geschrieben, weil erstens interessiert es keine Sau, was ich am 22. September 1972 gegessen habe, abgesehen davon, dass ich es selber nicht mehr weiß. Und zum zweiten Mal geht es eigentlich darum, du kannst nur über so ein Thema berichten, wenn du wirklich authentisch auch berichtest. Das heißt, wenn du wirklich aus eigener Erfahrung erzählst und Menschen irgendwie auf den Weg mitnimmst, wie es dir ergangen ist, was du erlebt hast, wie du damit umgegangen bist, damit andere Menschen, die vielleicht in der gleichen Situation sind, dann leichter damit umgehen können oder eben Menschen, die sich zum allerersten Mal mit dem Thema befassen, auch überhaupt so einen kleinen Draht kriegen. Was passiert da eigentlich? Das Entscheidende aber an dieser Geschichte war ja dann noch der Vertriebsweg. Das finde ich ja den Knaller. Wie hast du die Bank dazu gekriegt, zu sagen, okay, ja klar, touch mich an? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Also es ist nicht das erste Buch, was ich geschrieben habe. Ich habe auch schon andere Bücher über weitaus langweiligere Themen oder nicht so solche Themen geschrieben. Und da ich Kunde bei diesem großen Geldinstitut mit dem roten S bin, habe ich natürlich für das Kundenmagazin noch immer so einen kleinen Brief geschrieben und gesagt, hier, hallo, ich habe ein neues Buch geschrieben, wollte nicht mal. Und das haben die zweimal auch ganz brav gemacht, immer so eine kleine Notiz. Und habe dann auch dieses Buch dann eine kleine Info gegeben und dann kam es, dann kriegte ich einen Anruf von einem Redakteur, der sagte, er würde sich gerne mit mir unterhalten. Oh, dachte ich, ein Interview, wie schön. Kam also zu mir, wir haben dann irgendwie 2,5 Stunden geredet, er hat mir Fragen gestellt, ich habe ihm geantwortet. Er hat daraus einen Artikel gemacht, der dann im Online-Bereich eben eingestellt werden sollte. Und zwar sollte das im März sein. Und dann rief er mich im Februar an und sagte, wir haben ein kleines Problem. Wir kriegen das in der März-Ausgabe nicht unter und der April ist schon besetzt. Ist das schlimm, wenn das erst im Mai erscheint? Und ich habe gesagt, wissen Sie ja sowieso, ich verspreche Ihnen, ich bin auch im Mai noch positiv. Deshalb bist du aber heute nicht hier. Es geht nämlich weiter, die Geschichte. Du hast ja nicht aufgehört zu schreiben. Das Thema ist ja auch noch nicht erschöpft. Du hast vor, ein neues Buch zu schreiben.
Also das Thema ist natürlich nicht erschöpft, aber noch zu der kleinen Geschichte mit dem Geldautomaten muss ich noch anfügen. Ich habe ganz, ganz viele Reaktionen gekriegt von Leuten, ob die, ich die auf der Straße getroffen habe, wenn ich sie kannte, oder die mir eine Mail geschrieben haben oder so, die sagten, hey, ich habe das gesehen und so, du bist da jetzt auch da im Geldautomaten gewesen. Ja, sage ich, jetzt weiß ich, wo dein Konto wohnt. Und damit sind wir eigentlich gleich schon beim nächsten Thema. Ich habe mit diesem Buch ungefähr 70 Lesungen gemacht, bundesweit und auch in Österreich. Vor ganz normalen Menschen über Aidshilfen initiiert, in Schulen, unter anderem in Wiesbaden, noch in der Jugendstrafanstalt, was ein sehr spannendes Erlebnis war. Und für mich ist das Wichtigste bei diesen Lesungen immer hinterher das Gespräch mit den anwesenden Menschen, Frage, Antwort, Zusatzinformationen und so weiter und so fort. Und ich habe festgestellt, wie wenig man wirklich über HIV weiß. Weil die meisten Leute drängen das wirklich immer weit zurück nach dem Motto, Hannisch nix mit Dodonnen, wie man im Rheinland sagt. Aber es ist letztendlich eine Kackgeschichte, die jeden treffen kann. Deswegen habe ich beschlossen, ein Buch zu schreiben, in dem es wirklich mal von Anfang an darum geht, wie ist es eigentlich entstanden und was hat sich in der ganzen Zeit entwickelt. Viele Leute sind heute noch auf dem Stand von 1984, von 1994, als Philadelphia in die Kinos kam. Das war ja der erste kommerzielle Film, in dem AIDS thematisiert wurde. Da ist ja Tom Hanks gestorben, beziehungsweise sein alter Ego. Tom Hanks lebt ja Gott sei Dank noch. Und auf diesem Stand sind die meisten Leute heute noch stehen geblieben, dass sie denken, HIV gleich AIDS gleich tot. Das ist heute schon lange nicht mehr der Fall, weil es wunderbar ist auch gut. Aber es gibt gute Medikamente, die einem das Leben sehr erleichtern und auch die Lebenserwartung sehr verlängern, sodass eigentlich mit der Medikation ein normales Leben möglich ist. Dazu gibt es eben jetzt ein neues Buch, an dem ich gerade sitze. Das soll wirklich ein Sachbuch werden, aber ich werde es auch durch meine Brille begucken und es soll natürlich auch den authentischen Touch behalten. Aber mal ganz ehrlich, so ein Tag hat 24 Stunden, eine Woche 7 Tage. Ich weiß von dir, dass du ja nicht nur Autor bist, du hast eine eigene Agentur. Wann schaffst du solch ein Pensum? Wie finanziert man sowas? Also nun haben wir eben das Bundeswehrlied gehört und ich entsinne mich noch an meine alte Bundeswehrzeit. Ich war auch damals mal da. Da hieß der schöne Satz, der Tag hat 24 Stunden und wenn es nicht reicht, nehmen wir die Nacht dazu. Und so ähnlich läuft das, wenn du selbstständig bist. Ich meine, wer heute hört, oh, der ist selbstständig, denkt immer, meine Güte, Mercedes vor der Tür und Geld auf der Bank, ist leider nicht so. Das Geschäft ist auch nicht mehr so einfach wie früher. Man muss halt mal ein bisschen gucken, wie man die Zeit sortiert. Ich betreibe eine Werbeagentur und habe auch viele unterschiedliche Kunden. Interessanterweise auch viele aus dem HIV-Bereich, also Arztpraxen und Ärzteverbände und so weiter, was ich auch ganz spannend finde, weil der Austausch eigentlich dann auch sehr gut funktioniert. Aber ich möchte mir einfach auch die Zeit nehmen, das Thema HIV wirklich unters Volk zu bringen. So ähnlich wie ihr auch eben gesagt habt, wenn man aufhört, darüber zu reden, dann ist das Thema irgendwann tot. Man muss sich auch einmischen oder einbringen, heißt in dem Fall auch immer weitererzählen, wie ist die Aktualität und nach dem Motto, guck mal, der ist infiziert, aber der ist vielleicht gar nicht mehr infektiös, weil er Medikamente nimmt. Also du musst keine Angst mehr vor ihm haben. Und das sind alles Dinge, die in dieses Buch sollen und für die nehme ich mir auch die Zeit. Natürlich geht die Zeit dann flöten von dem Moment, den ich eigentlich für die Kunden arbeite. Müsste und die geben mir im Allgemeinen Geld, hoffe ich jedenfalls, oder die meisten tun es ja auch. Aber um mir diese Freizeit oder diese Möglichkeit zu geben, auch diese ganze Recherche zu machen, um seriös zu sein, diese ganzen Informationen zusammenzutragen, Interviews zu machen, habe ich ein Crowdfunding-Projekt gestartet über startnext.de. Weil ich ganz einfach irgendwo dann auch gucken muss, ich muss zwischendurch auch mal eine Schrippe kaufen. Ich kann nicht nur von den Tabletten leben. Und alle näheren Informationen zu diesem, wie ich finde, zu dieser guten Idee werden Sie finden demnächst, also in den nächsten Tagen auf www.straßenfeger.org oder bei uns im Blog unter straßenfegerradio@myspace.com. Oder natürlich auch auf meiner Website endlichmalwaspositives.de, wahlweise mit und ohne Bindestriche. Das hätte ich dich sowieso gefragt, aber gut, kein Thema. Also ich kann nur jedem empfehlen, das Buch zu lesen, endlich mal was Positives. Man kann auch wirklich schmunzeln. Also es ist mir erst natürlich im Halse stecken geblieben. Ich würde es einfach mal empfehlen. Ich glaube, im gut sortierten Buchladen kriegt man es da noch? Also das Buch ist im On-Demand-Verfahren erschienen. Das heißt, es wird gedruckt, wenn es abgefragt wird. Man kriegt es definitiv im Online-Buchhandel. Das böse Wort habt ihr ja eben schon erwähnt. Man kriegt es auch mit ziemlicher Sicherheit im Prinz Eisenherz auf der Lietzenburger Straße. Aber dann müsste man schon wieder in die Wilmersdorfer Richtung.
Ich weiß, dass das unglaublich schwierig ist, aber wie gesagt, online ist es auch verfügbar. Ich kann zum Thema Witzigkeit kennt keine Grenzen vielleicht nur einen kleinen Satz aus dem Buch zitieren, der immer große Heiterkeit oder auch großes Erstaunen erzeugt. Das ist wirklich meine Meinung. Ich war im Grunde meines Herzens immer schon ein positiver Mensch, da wollte der Körper nicht nachstehen. Ich danke dir einfach, Matthias, dass du nach einigen Besuchen bei mir im Radiostudio und endlich auch den Weg ins TV-Studio gefunden hast. So sieht er aus, genau. Es wurde endlich mal Zeit. Aber jetzt übergebe ich einfach euch wieder das Wort. Macht weiter.